Wir schreiben das Jahr 2082 im ertragreichen Münsterland. Mittlerweile fahren autonome Trecker über die Felder. Echte Handarbeit gibt es kaum noch. Deswegen sieht der Bauer Benedikt auch noch aus wie Anfang 30. Er hat sich, wie ich mich, gut gehalten. Landwirtschaft in Deutschland hat sich verändert. Und der Traktorkonzern John Deere hat Fendt aufgekauft. Und durch den Zusammenschluss dieser Firmen ist die Felgenfarbe nun orange. Auch im Hause Klaas hat sich einiges getan. Aufgrund der hohen Nachfrage, ob mit C oder mit K, hat der Konzern beschlossen, Klaas mit K zu schreiben, um den enormen Personalaufwand für die Erklärung, ob mit C oder mit K, zu reduzieren, um Kosten zu sparen. Der Bauer Benedikt feiert wie jedes Jahr seinen Geburtstag. Leider kann aber niemand kommen, da alle noch genug zu tun haben. Ich erkläre Ihnen nun die Sitzordnung. Hier sitzt der ehemalige Fendt-Fahrer Frank. Hier direkt daneben der stolze John Deere-Fahrer John. Ihm gegenüber sitzt Oldtimer-Liebhaber Lutz. Und neben Benedikt sitzt Klaas-Fahrer Klaus. Ich als Lehrling werde alle Gäste gebührend vertreten. Ah, ich sehe, da kommt schon der Bauer. Ach, gut sieht das aus. Hallo Lehrling. Benedikt. Fangen wir an. Als Vorspeise gibt es Münsterländer Tomatensuppe. Das klingt sehr gut. Dankeschön. Gern geschehen. Lehrling, was ist das denn? Münsterländer Tomatensuppe. Heißes Wasser auf rotem Teller. Dazu nehmen wir ein Schnäppchen. Scharfe Betty dazu? Scharfe Betty zur Suppe. Perfekt. Wo ist die scharfe Betty eigentlich? Ja, die scharfe Betty. Die ist bestimmt irgendwo Sekt trinken. Frank? Wer Fenster entführt? Dem Boden Schaden zu. John. Sind die Felgen rot, ist der Bauer in Not. Und frisst nur Trockenbrot. Prost. Lutz? Früher war alles besser. Und heute alles schlecht. Klaus? Nur mit Klaas, macht Spaß! Erst kommt das Trinken und dann der Fraß. Bereit für den nächsten Gang? Jawohl, das war sehr lecker. Was gibt es denn als nächstes? Salat. Einfach, aber gut. Die gleiche Prozedur wie letztes Jahr? Nein, Lehrling, die gleiche Prozedur wie jedes Jahr. Jawohl, Chef. Danke, Lehrling. Dazu nehmen wir einen Treckersprit. Danke.
Lehrling, hol doch noch mal den Treckersprit. Danke. Frank. Fängt es für immer. Und die anderen sind alle schlimmer. Echte Helden, gelbe Felgen. John. Sägefeile Lanz benutzt man immer ganz. Lutz. Immer ganz. Absolut klasse hier. Bitte, toller Gastgeber. Danke. Prost, Klaus. Der Salat geschmeckt? Wie bitte? Der Salat geschmeckt hat? Sehr lecker. Bereit für den zweiten Gang? Ja, was gibt's denn? Kartoffeln und Bratwurst. Perfekt. Dazu nehmen wir AdBlue. AdBlue gehört dazu. Halt! Auch die Flasche bleibt hier. Frank? Ist der Trecker grün? Wird der Motor glühen? Grün und gelb ist der Hirsch. Gleich geht's ab auf die Pirsch. Ich habe schon damals gesagt, wir brauchen mehr Fortschritt. Lutz. Mehr Fortschritt. Klaas. Klasse. Klaus. Klasse. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr? Nein, Lehrling. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. Lehrling, Zwiebi. Was? Zwischenbier. Fendt-Fahrer Frank. Fendt!
steht am Berg und pennt. John Deere Fahrer John. John Deere, was ein Tier. Feierabend, jetzt gibt's Bier. Landsfahrer Lutz. Rostiges Dach. Feuchter Keller. Und zu guter Letzt Glasfahrer Klaus. Saufen mit Glas. Macht immer Spaß. Zum Nachtisch gibt es Quark. Dazu bitte den Ackerschlamm. Ja, gerne. Ackerschlamm! Macht stramm! Frank! Liegt der Feld im Graben? Wurde er vom John Deere überfahren? John! Lutz. Alte Trecker sind die besten. Ost. Hier Glas am Feld. Ist er der Held? Klaus. So, oh, das war der letzte Gang. Lehrling, es hat alles ganz vorzüglich geschmeckt. Und jetzt gehen wir in die Kneipe. Dieselbe Prozedur wie letztes Jahr? Nein, dieselbe Prozedur wie in jedem Jahr. Ah, komm. Den Ton schneide ich raus. Stopp, stopp. Scheiße, okay. Scheiße. Stopp. Schon was noch schlimmer wird. Ich hab's noch schlimmer gemacht. Schenk da nochmal einen Schluck nach und mach dann einfach weiter. Scheiße. Warte, ich hab's verkackt. Läuft. Gut. Okay, gut. Warte, wir stellen nochmal ab so. Und? So, das war der letzte Gang. Nochmal. Ja, muss deutlicher klar sein. Ja, okay. Peter, du bist besoffen und deutlich. Okay, gut. Und? Nee, nochmal gleichzeitig. Ja, 1, 2, 3. Das geht besser. Warte, okay. Auf. Nicht hier. Nee, warte, und? Stür mich. Und? Nee. Warte. Okay, 1, 2, 3. Ach, Mensch. Okay, und? Habt ihr die Doku geguckt? Welche Doku? Ach, okay. Die sind auch schon tot. Ja. Ach Mensch. Okay. Oh. Na komm, wa? Ich schaue sie gleich in die Kamera. Ja. Na gut. Dann bist du aus dem Ohr. So. Okay. So, okay, und bitte. Die letzten vier Zeilen. Gut. Phänomen.
Kirsche. Okay, gut. Können wir uns jetzt mal bitte einigermaßen zusammenreißen? Ja, gut. Hoch. Warte. Sag sie auch noch. Hoch. Bing. Was stehst du denn? Komm hoch. Bam. Okay, gut. Und? In your face. Nee, warte mal. So was von falsch. Zieh dem Nacken hier. Deibel. So. Hey, so sehe ich doch mal. Oh, Mensch. So, okay. So, komm. Die selbe Prozedur wie im letzten Jahr. Gut. Wir können die Outtakes mit dem Penis nicht reintun. Nein, ich weiß auch. Womit können wir es nicht reintun? Oh. Okay. Und? Oh, da war der letzte Gang. Ah, passt dir wieder nicht, ne? Das war aber sehr gut angefangen. Ja, danke.